Abschied eines Superstars, der nie Allüren hatte und immer für einen Spaß gut ist. Die alte NSU, Baujahr 52, als Schrittmacher. Am Lenker der zweite Vorsitzende des RV08, Dietmar Steck. Das ist ganz nach Steinis Geschmack. Ein bisschen Nostalgie in der Dudenhofener Badewanne. Keiner, der nicht merkt, dass hier eine Ära zu Ende geht. Auf seiner Heimbahn beendet der Olympiasieger und mehrfache Weltmeister eine Karriere, die schon sehr früh absehbar war. Bereits mit 9 Jahren machte er in Wesel in der väterlichen Radsportgruppe seine ersten Erfahrungen. Und hat mit 10,5 sein erstes Rennen gefahren und hat das dann auch gleich gewonnen. Und ja, da war der Bann gebrochen und er ist ja dann schon 81 deutscher Vizemeister bei den Schülern geworden. Und von da an ging es bergauf. Steini, wie sie ihn hier nennen, auf der Rolle. Aufwärmen fürs letzte Rennen. Ein Zeitpunkt, zu dem schon mal Erinnerungen hochkommen. An den Olympiasieg damals 1992 in Barcelona. Oh, jetzt gerade durch die Olympiade ist das natürlich alles nochmal zurückgekommen. Und ja, es war damals schön und ich habe auch alle, die ich jetzt danach getroffen habe, gefragt, wie es dieses Jahr war im Vergleich. Und ja, ist immer noch voll im Kopf. Trotz internationalem Ruhm hat der 39-Jährige seine Bodenständigkeit nie verloren. Heimatgefühle eines mehrfachen Weltmeisters. Ja, Dudenhofen ist eigentlich meine Heimatbahn. Zum Trainieren bin ich hier oft nachmittags allein auf der Bahn gewesen. Und das Publikum hat mich immer voll unterstützt. Bin hier schon deutscher Meister geworden vor ein paar Jahren. Und das ist eigentlich eine schöne Bahn und ein super Publikum. In den letzten beiden Jahren hat Steinweg 16 Saisonsiege eingefahren. In Trinidad und Tobago hat er unter tropischer Sonne vor kurzem noch gewonnen. Und jetzt beim Steherrennen will er auf der Heimbahn noch einmal alles geben. Aber alter Fuchs, der er nun mal ist, auch taktisch richtig. Ich versuche es mir am Anfang einzuteilen, dass ich zum Finale hin noch richtig mitfahren kann. Über 50, 75 und 100 Runden gehen die drei Läufe. Und am Ende kommt Steinweg dann auf Rang 2. Ein standesgemäßer Abschied.